Guys und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reagieren wir wieder auf ein Fan-Edit und zwar auf ein Fan-Edit zur Serie Wolfblood. Das Fan-Edit heißt He Loved You, Ridian und Maddie und ist von Haley Edits. Ich liebe Ridian und Maddie zusammen, das ist eines meiner absoluten Lieblingschips. Ich habe die schon immer so zusammen geschippt. Ich finde es so fucking sad, dass wir so wenig von denen zusammen gesehen haben. Ich meine, das ist legit, die kommen am Ende der zweiten Staffel endlich zusammen und dann muss Maddie gehen und dann ist er der dritte Staffel fucking alleine. Und dann sehen wir am Ende der dritten Staffel, wie sie sich als Wölfe wieder treffen und dann sehen wir nie wieder irgendwas von denen. Ach, so sad. Aber ja, die haben so eine tolle Freundschaft zwischendrin noch und ja. I just love it. Ich liebe beide einfach zusammen. Bin auch ein großer Fan von Ridian. Lasst uns direkt reinspringen. Foster Kid. Ridian's in foster care. Die hat noch immer so viel Spaß als Werwölfe einfach. Weil die einfach von Werwolf auch so viel Spaß im Rennen und so hatten. Ich fand das einfach so lustig. He loved you, man. He did. Yes, he did. Aber trotzdem habt ihr die zweite Staffel nicht damit angefangen, dass ihr zusammenkommt, sondern erst seit dem Ende gegen der zweiten Staffel erst zusammengekommen. Ja, da! Endlich! Endlich! Als sie sich trennen müssen, alle! And I'm older. And no one cares what I do. I'm gonna find you. Amen. Und er findet sie wirklich am Ende der dritten Staffel. Fucking love it. We will find each other. Ich liebe die beiden einfach zusammen. Ihr seht mich jetzt basically das ganze gesamte Video lang nur Fangirl. Ich höre nichts. Ist leise. Come back from the future. Ihre Augen sind auch so cool. Also gecheckt, dass sie auch ein Werwolf ist. I knew there was something about you. But when your eyes went, it's true, isn't it? You're like me. You're like me. Not like you. Well, yeah, she is. Don't worry, I'm out of here. God, I was stupid. I'm sorry. Ridian! We're gonna burn it. Coming. Die sind so cute. I fucking love it. Oh, ihre erste Verwandlung zusammen. Ich kann einfach auch einfach nicht glauben, dass sie so lange gebraucht haben, um zu checken, dass die mehr sind als nur Freunde. Bis sie gegangen ist. So lange haben sie gebraucht. Sie haben natürlich in der Folge, in der sie gehen musste, ihr erstes Date gehabt. I fucking love them. Oh mein Gott. Ich liebe sie unglaublich. Ich liebe die beiden. Ich liebe die beiden. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir so unglaublich wenig von denen gesehen haben. Wir haben sie nur befreundet gesehen. Und so, dann sind sie... Am Ende der ersten Staffel ist Ridian in Gang und Tom hat zu ihr gesagt, er hat dich geliebt, das weißt du, oder? Und, oder war sein Name Tim? Irgendwas mit T. Ich glaube, es war Tom. Und dann kommt er zurück und dann sind sie trotzdem nur fucking Freunde. Bis zum Ende der zweiten Staffel, wo die endlich mal checken, dass sie aufeinander stehen. Und dann haben sie erstes Date und dann muss Maddie basically instantly, bevor die erstes Date haben, muss Maddie gehen. Und dann sagt sie ihm, dass sie ihn liebt und sie haben ihren ersten Kuss, während sie gehen. Und ich bin nur so, alles klar. Alles da. Hättet ihr das nicht früher checken können? So gefühlt zwei Staffeln vorher oder zumindest eine Staffel vorher. Are you kidding me? Und dann ist die dritte Staffel nur über Ridian und Sharon und Tom. Und dann am Ende der dritten Staffel geht Ridian um
Maddie zu finden und dann treffen sie sich irgendwo in irgendeiner Schneelandschaft als Wölfe, sieht man, wie sie... Er ruft irgendwas wegen Maddie, dann hört er so ein Heulen und dann sieht man sie als nächstes, wie sie sich als Wölfe wiedersehen. Voll nice. Ich weiß, dass es daher ist, dass die Schauspielerin von Maddie nach der zweiten Staffel, ich glaube, nicht mehr mitgespielt hat, weil ich glaube, es war irgendwas mit der Schule, dass es nicht mehr geklappt hat oder so irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ich weiß, dass es deswegen war, weil sie nach der zweiten Staffel nicht mehr mit Schauspielern konnten, die Rolle von Maddie nicht mehr spielen konnte. Und dass es deswegen so war, dass sie sich deswegen auch als Wölfe wieder gesehen haben, weil die Schauspielerin es nicht machen konnte. Aber es ist so traurig. Es ist einfach so traurig, vor allem, weil Wolfsburg hat noch so viele weitere Staffeln. Aber Rini und Maddie sind nach der dritten Staffel nicht mehr mit drin und nach der zweiten Staffel ist Maddie schon nicht mehr mit drin. Und ich bekomme kein Rini und Maddie mehr. Nach der zweiten Staffel. Das ist so traurig. Dementsprechend habe ich nach der dritten Staffel auch aufgehört zu schauen. ja. Aber das war ein Wolfsblood Added. I love Wolfsblood. Oder zumindest die ersten drei Staffeln. Die ersten zwei Staffeln. Die dritte war so lala. Weil Maddie war nicht da. ich liebe Maddie und Radian zusammen. Ja. Mehr können wir dazu jetzt eigentlich gerade nicht sagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Wolfsblood gesehen habt, ob ihr Maddie und Radian auch zusammen shippt. und ja, ansonsten sehen wir uns in meinen nächsten Videos wieder. Bye!